Oha, sowas habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Das letzte Mal, dass ich euch ein paar Spiele empfohlen habe, ist bereits 10 Monate her. Seitdem hat sich natürlich einiges im eShop und auf der Switch generell getan. Viele, viele gute Spiele erschienen und da kann man sich wirklich kaum entscheiden, wo man nun zuerst sein Geld ausgeben soll. Außer ihr seid wie ich und gebt einfach all euer Geld an allem aus. Entsprechend möchte ich euch hier einen weiteren Teil der Serie Switch-Spiele, die ich empfehle, herausbringen. Falls die Spiele hier euch nicht reichen und ihr die anderen drei Videos noch nicht kennen solltet, dann lege ich euch ans Herz, diese ebenfalls zu schauen, um eine rundum gute Empfehlung an einer Reihe an Switch-Spielen zu kriegen, die man definitiv besitzen sollte. Beachtet jedoch dabei, dass es sich hier um keine Top-Liste handelt, sondern einfach nur um 5 gelistete Spiele, die ihr euch anschauen solltet, wenn sie euch interessieren. Doch zuallererst, dieses Video hat einen Sponsor. Dieses Video wird von Raid Shadow Legends gesponsert, einem Mobile RPG, welches euch vom Hocker hauen wird. Raid bietet alle Features, die du von einem brandneuen RPG-Spiel nur erwarten kannst. Eine fesselnde Storyline, epische Bosskämpfe, krasse 3D-Grafik, PvP und hunderte von Champions, die du sammeln und customizen kannst. Ich bin mehr als überrascht, dass so viel in einem Handyspiel steckt. Fast 10 Millionen Spieler haben das Spiel weltweit in den ersten 3 Monaten heruntergeladen, was für den Erfolg des Spiels definitiv selbst sprechen sollte. Es ist eine der krassesten Erfahrungen, die ich bisher auf dem Handy machen durfte und kann sich hier durchaus mit ähnlichen Konsolen und PC-Größen messen. Und das Beste daran, es ist kostenlos. Das Tollste ist, dass dieses Spiel etwas für jeden bietet. Einige sammeln, andere kämpfen im Multiplayer, wieder andere möchten den Singleplayer-Anteil genießen, wozu ich ebenfalls zähle. Mein Lieblingscharakter ist hier, by the way, der Akolyt. Schon allein, weil er mega badass aussieht. Willst du es ausprobieren? Dann findest du in der Beschreibung alle nötigen Links und erhältst innerhalb der ersten Woche 50.000 Silber und einen epischen Champion am 7. Tag als Teil des Neuensteigerprogramms. In diesem Sinne, viel Spaß! Nummer 1. Baba Is You. Baba Is You ist seltsam. Es ist ein Puzzlespiel, welches euch in eine recht simplistische 2D-Welt wirft und euch in jedem Level ein neues Rätsel vorstellt, welches euer Gehirn und euer Verständnis von Videospielen auf den Kopf stellen wird. Das Gameplay selber ist eher eine Programmiersprache, welche ihr spielen könnt. Ihr seht auf dem Bildschirm verschiedene Worte, welche beschreiben, was in der Welt passiert. Ihr seid Baba, ergo Baba Is You. Eine Wand ist undurchdringbar, ergo Wall Is Stop. Ein Stein kann bewegt werden, ergo Rock Is Push. Und die Flagge zu erreichen bedeutet, das Level geschafft zu haben. Ergo, Flag is Win. Soweit so logisch. Doch hier kommt Baba Is You's clevere Mechanik ins Spiel. Indem man nun Worte umstellt, erschafft man eine komplett eigene Gewinn- und Spielmechanik. Ihr könnt zum Beispiel einfach die Steine wegschieben und ins Ziel laufen. Oder ihr habt etwas Spaß und bewegt das Wort Wall über Baba, drückt es nach unten und übernehmt plötzlich die Kontrolle über die Wand. Dieses anfangs recht simple und teilweise spielzerstörende Prinzip nimmt später astronomische Ausmaße an, welche einem wirklich sämtliches Verständnis über Videospiele in Frage stellen lässt und es benötigt, dass man öfter mal um die Ecke oder als Ecke denkt, um ans Ziel zu kommen. Präsentation und musikmäßig werdet ihr hier jetzt keine Meisterleistung bekommen. Allerdings sind die beiden Dinge auch ziemlich nebensächlich. Es geht hier nur ums Gameplay und vom Gameplay her ist Baba Is You definitiv eines der einzigartigsten Spiele, die ich je gespielt habe. Nummer 2. Cadence of Hyrule. Ich bin ein riesiger Fan von guter Videospielmusik und Rhythmusspielen. Und von Zelda. In Cadence of Hyrule haben sich die Entwickler von Crypt of the Necrodancer mit Nintendo zusammengesetzt und ein Spiel auf demselben Spielprinzip aufgebaut. Mit einem Twist. Es ist eigentlich ein Zelda-Spiel. Ein Zelda-Rhythmusspiel, um genau zu sein. In Cadence of Hyrule geht es um Cadence, der Heldin aus Crypt of the Necrodancer, welche in Hyrule landet und dort mit der Hilfe des Triforces Zelda oder Link aus einem langen Schlaf erweckt. Doch sind sie nicht die einzigen, denn ein Bösewicht namens Octavo hat ebenfalls den König von Hyrule mit Hilfe einer Laute in einen scheinbar ewigen Schlaf versetzt und erst nachdem Octavos 4 Schergen besiegt wurden, wird der Fluch gelüftet. Cadence of Hyrule ist ein Roguelike-Rhythmusspiel. Das bedeutet, dass die Map nach jedem Neustart neu angeordnet ist und nie gleich aussieht. Truhen, Monster Secrets, alles wird jedes Mal an einem anderen Ort sein. Fortbewegen und angreifen tut ihr durch einen Druck auf das Steuerkreuz, passend zum Beat. Um euch den Beat zu zeigen, wurde das Triforce am unteren Bildschirmrand eingebaut. Jedes Mal, wenn dies zum Beat schlägt, könnt ihr einen Move vollziehen. Je mehr ihr euch ohne Fehlschlag zum Beat bewegt und angreift, desto besser wird eure Ausbeute am Ende sein. Doch keine Sorge, falls ihr keinen musikalischen Knochen im Körper besitzt, könnt ihr ebenfalls einen Modus aktivieren, bei dem ihr nicht nach dem Beat spielen müsst. Hier bewegen sich eure Gegner unabhängig von der Musik, sondern erst dann, wenn ihr euch auch bewegt. Nach und nach schaltet ihr weitere Items wie zum Beispiel Bögen und Bomben frei, welche ihr ebenfalls strategisch im Kampf gegen eure Kontrahenten einsetzen könnt. Begleitet werdet ihr dabei von den heißesten Zelda-Remixen, die ihr finden werdet, als auch von einer sehr schönen Pixelgrafik, welche an alte A Link to the Past-Zeiten erinnert. Und als ob das noch nicht reicht, könnt ihr dieses Spiel ebenfalls zusammen mit einem Freund spielen. Mit 6 bis 8 Stunden beim ersten Durchgang und diversen Extra-Optionen für einen zweiten Run wird euch Cadence of Hyrule definitiv eine Weile beschäftigen und bekommt von mir hier ebenfalls eine große Empfehlung.
Nummer 3, Cuphead. Vormals ein Xbox-Exklusivspiel, jetzt doch auf der Switch verfügbar und ein Spiel, welches meiner Meinung nach auf keiner Konsole fehlen sollte. In Cuphead geht es um Cuphead und Mugman, welche entgegen der Warnung des Ältesten im Casino des Teufels spielten und dort ihre Seelen verloren. Doch anstatt ihre Seelen zu stehlen, bietet der Teufel ihnen einen Deal an. Sie treiben die Seelen anderer Schuldner ein, um so ihre eigene Schuld zu begleichen. Mit Hilfe des Ältesten, welcher ihnen die Fähigkeit gibt, Kugeln aus ihren Fingern zu schießen, machen sich die beiden nun auf, um die nötigen Seelen einzutreiben. Einst als pures Boss-Rush-Spiel geplant, wurde Cuphead in ein komplettes Jump-and-Gun-Adventure umgemodelt und besitzt nun Abenteuer, als auch Boss-Stages. In den Abenteuer-Stages kämpft ihr euch durch ein normales Level, in dem ihr euer Lauf-, Sprung- und Schießkönnen unter Beweis stellt. In den Boss-Stages kämpft ihr, wie man es schon vermuten könnte, gegen einen Boss, welcher über mehrere Formen hinweg andauern könnte. Cupheads Hauptmerkmal ist hier die Grafik, welche komplett handgezeichnet ist und an alte Cartoons aus den frühen 1900ern erinnern soll, begleitet von passender Musik aus der Ära. Doch eins sei gesagt, Cuphead ist kein einfaches Spiel. Wer sich jedoch in seinem Videospielkönnen weiterentwickeln möchte, den erwartet hier ein wirklich sehr, sehr guter Zeitvertreib. Nummer 4. Super Mario Maker 2. Super Mario Maker war für viele der einzige Grund, sich damals eine Wii U anzuschaffen und diese immer noch periodisch auszugraben. Mit seinen intuitiven Levelbauwerkzeugen und den scheinbar nie endenden usergenerierten Leveln bot Super Mario Maker schier unendlich viel Spaß. Vor kurzem erschien der Nachfolger Super Mario Maker 2 auf der Switch und erweiterte die Menge an Möglichkeiten nochmals um viele, viele neue Sachen. Ihr habt nun einen kompletten Singleplayer-Modus, einen neuen Mario 3D World Skin, um neue Level zu bauen, einen Multiplayer-Modus, neue Gegner, neue Baumöglichkeiten wie Schrägen und vieles, vieles, vieles mehr. Das Herz des Spiels liegt jedoch in den Kursen, die von Usern kreiert wurden. Hier findet ihr eine Auswahl an Millionen von Leveln, welche ihr dank der neuen Suchfunktion an eure Ansprüche anpassen könnt, um so das perfekte Level für euch zu finden. Ihr habt Lust, euch mit sämtlichen 0,00% Leveln um die Ohren zu schlagen und der Erste zu sein, der diese unschaffbaren Kreaturen schlägt? Dann sind diese nur eine Sucheinstellung entfernt. Ihr möchtet lieber einen angenehmen Abend haben? Stellt die Suche auf einfach und los geht's. Ihr habt Lust auf ein paar Rätsel? Auch diese lassen sich ganz einfach suchen. Daneben gibt es noch die Top-Listen, welche regelmäßig mit den meistgespielten Leveln aktualisiert werden und hier und da auch durchaus einen Besuch wert sind. Super Mario Maker 2 ist eine absolute Must-Have-Addition für eure Switch-Bibliothek und sollte von niemandem, der sich Nintendo-Fan nennt, ausgelassen werden. Außer ihr habt keine Online-Subscription, dann könnt ihr nämlich außer dem Singleplayer keine Features des Spiels nutzen. Ups. Nummer 5. Fire Emblem Three Houses. Viele Fans mussten lange darauf warten, aber die beliebten Smash-Charaktere bekamen endlich ihr eigenes Spiel. Mit Fire Emblem Three Houses bringt Intelligent Systems mit der Hilfe von Koei Tecmo die beliebte Fire Emblem-Serie auf die Switch und was für ein Schmaus das geworden ist. Fire Emblem ist eine Strategie-RPG-Serie, in der ihr die Rolle von einem Helden und seiner Gefolgschaft annehmt und diese möglichst so durch die Schlachten leitet, dass ihr keine Soldaten dabei verliert. Es gibt hier eine Vielzahl verschiedener Einheiten mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Bogenschützen sind zum Beispiel effektiv im Fernkampf oder von Erhöhung, allerdings im Nahkampf nicht zu gebrauchen. Schwertkämpfer sind im Nahkampf wertvoll, im Fernkampf ihren Feinden allerdings ausgeliefert. In Three Houses geht es um das Land Fodlan, welches in drei Nationen eingeteilt wurde. Der Spieler übernimmt hier die Rolle eines unabhängigen Charakters, welcher als Lehrer an einer Elite-Akademie angeheuert wird, um die zukünftigen Könige und Leiter der Nation zu unterrichten. Später wird man, wie der Name des Spiels es schon verrät, sich für eines der drei Häuser entscheiden müssen, um so den Ablauf des Spiels drastisch zu verändern. Das Spiel ist, grob gesagt, in zwei Arten aufgeteilt: die Schlachten und das Schulleben. Wer schon einmal Persona gespielt hat, wird sich hier etwas zu Hause fühlen. In den Schulbereichen könnt ihr euch frei durch die Akademie bewegen und mit den Schülern reden, um sie so näher kennenzulernen und diverse Sidequests anzunehmen. Die Stärke des Spiels liegt hier definitiv in den verschiedenen Charakteren eurer Schüler und Mitarbeiter, welche allesamt ihre eigenen Eigenarten und Charakterzüge haben und euch so schnell ans Herz wachsen werden. Auf den Schlachten ist dann euer Können als Stratege gefragt, denn dort wird euer Spieler in die Schlacht geschickt, um hoffentlich siegreich herauszugehen und den anliegenden Konflikt beseitigt zu haben. Fire Emblem bietet hier auch diverse Schwierigkeitsgrade, welche von ihr verliert eure Truppen permanent und das Spiel ist nach einem Game Over vorbei zu du bist nur für die Story hier und das ist okay reichen. Und wie ihr schon merkt, versuche ich so gut es geht, um die Story herumzureden, denn diese ist wirklich, wirklich gut und sollte von allen mit so wenig Vorwissen wie möglich genossen werden. Fakt ist, Fire Emblem Three Houses bekommt mein kauftes Siegel und ist daher ein Spiel, welches man besitzen sollte, wenn man eine Switch sein eigen nennt. Daher war es das dann soweit von mir. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch ein paar Spiele habt, die auf der Switch unbedingt mit in der Sammlung sein sollten, wo ihr sagt, hey, die muss jeder besitzen, dann postet die doch mal in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren, ob ich da vielleicht noch ein paar Perlen übersehen habe, welche ich dann in ein neues Video noch reinpacken könnte. Und ja, ansonsten
Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben ist immer auch gerne gesehen. Falls ihr mehr solcher Videos möchtet, dann ist ein Abo nicht verkehrt. Und falls ihr sagt, hey, die Arbeiten von dem Herrn, die sind doch schon ganz okay, könnt ihr gerne einen Euro auf meinem Patreon dalassen, um da einige Extras, wie zum Beispiel Videos wie dieses 24 Stunden voneinander zu sehen zu bekommen. Daher danke nochmal für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!